Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal. Upp, wo ist jetzt drauf geklickt? Da wollte ich doch gar nicht hin. So, wir schauen jetzt mal hier rein in Mamas Altmodische Geheimnisschatulle. Da ist nach wie vor der Mythic Boomhauer am Start. Ja, nach wie vor die Rock Musical Tire Box im Shop. Musical Linda, K-Pop Joe, Linda Belcher, Karaoke Mabo, Druado Jeff, Mac Griffin. Und natürlich nicht zu verachten, Sing and Swing. So, diese ganzen Kombos da, die habe ich natürlich auch in einem anderen Video bereits vorgestellt. Dann haben wir hier die One-Man-Tire-Box, die ich allerdeutlichst bevorzuge. One-Man-Musical, Earls Giddars, Eugene Belcher, Roller, Disco Courtney, Trainer Jeff, Chris Griffin. Und dann hier natürlich auch wieder nicht zu verachten, der Friedenstanz als Defensive. Und natürlich hier. Hammer-Kombos, ne? Rapper Klaus, One Man Musical, Roller, Death Metals, dann haben wir hier Dream Guitars und Opera Singer und Lila und ja, das ist einfach, also die Kombos, die sind der Oberknaller, die sind wirklich der Oberknaller, ne? Also eigentlich geht an dieser Box momentan nichts vorbei. Hier haben wir das Mythic Farnsworth Pack, natürlich auch nicht schlecht, aber die Wahrscheinlichkeit, den Professor Farnsworth rauszuziehen, ist halt echt mega, 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 mega gering. So, dann haben wir Rooftop Drunk, Thunder Cocktails, Party im Biertank, Peter und der Rest da hinten ist halt einfach nur Schrott. So, dann haben wir jetzt eine neue Box, die ist heute rausgekommen, immer direkt nach dem Siege kommt eine neue Box raus, jetzt eine normale alte Box, Time for Hard Liquor Box, mit Time for Hard Liquor, also Zeit für Hard Reserve hier vorne, mit dem Bänder. Dann haben wir hier Slewback, Kleins Bier, Absinth, die Kreissäge, was auch immer die Kreissäge da in dieser Box zu suchen hat. Also das ist doch völliger Käse. Und Hank Hill. Ja gut, betrunken auf der Arbeit ist natürlich eine Kombo, eine Pre-Kombo, die könnte unter Umständen nehmen. Schauen wir mal, wie weit die hochgeht. Ich weiß es nicht. Auswendig. Wir haben bis zu 43 Lebenden. Hier schauen wir mal bei Luans 21. Geburtstag. Wie hoch kriegen wir die? Ja, auch auf 40. Na, siehst du mal. Jo, aber die Box, ich finde die nicht gut. Muss ich echt sagen. Gefällt mir nicht. Time for Hard Liquor Box. Abraten. Meine Meinung dazu. So, dann haben wir den Wrestler Steve jetzt hier aktuell als Combo Mastery zu kaufen. Ja. Und ihr werdet gleich sehen, dass ihr das mit Sicherheit nicht machen wollt. So, für diejenigen. Da haben wir es sogar. Es ist sogar richtig. So, hier, da ist er, der Wrestler Steve. Ja. Ha! Das ist alles. Einmal in Grau und einmal in Lila. Also, Steve Smith mit Wrestling. Und dann kommt der Wrestler Steve da hinten raus. Und da, ja, also das oben ist eben, du kriegst so viele Leben mit hinzu auf deiner Karte. Also nicht du kriegst so viele Leben hinzu, sondern deine Karte. Wenn eine Combo gespielt wird. Und hier 12-fach Cripple, also lähmen. Toll, ne? 500 Gems. So. Dann haben wir als nächstes den Drunk Stan. Das ist dieser da. Der Drunk Stan ist allerdings jetzt etwas anderes. Ne? Also Drunk Stan. Der sieht schon ein klein wenig anders aus. Hier haben wir einen Stan. Wie könnte es auch anders sein? Stan! So. Hier mit Powtucket Patriot Ale zum Beispiel kommt der Drunk Stan auf der rechten Seite bei raus. Und ja, ist nicht so der schlechteste. So, gibt's aber eben leider nur mit ganz wenigen Kombos. Also, wo bin ich hingejumpt? Und am meisten macht das Ding eben Sinn hier. Was hab ich denn? Was mache ich denn? Okay, was hab ich jetzt gemacht? Wollte ich gar nicht. So.
Hier am meisten macht das Ding halt tatsächlich Sinn mit hier der Power Target Patriot Ale. Ist halt auch tatsächlich nur eine Kombo, aber die Power Target Patriot Ale macht eben generell Sinn. Und jetzt kommt ja der Drunk BGE demnächst. Und ja, und dann haut das Ding hier schon rein. Der Stan mit einer Power Target Patriot Ale, der hat da eine Mauer, der hat Punch, also Faustschlag, und der hat hier Berauscht, also Craze. 24 Angriff und 67 Leben. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Pay-to-Win-Spieler sich eben diese Combo holt, wenn er einen Stan bei sich im Deck hat. Ist nämlich echt cool. Aber 500 Gems tun halt echt schon weh, ne? So, hier haben wir die Rich Haley. Und die Rich Haley ist diese da. Schauen wir mal hier rein. Rich Haley ist das da. Mit da, Haley. Und ein Bag of Nickels. Da kommt auf der rechten Seite eben raus. Ja, das da. Die Rich Haley. Das ist Käse. Also uninteressant. So. Jo, dann schauen wir mal rein. Was haben wir als letztes noch hier? Hier haben wir. Oh, jetzt wird's. Das kennen viele von. Ja gut, die meisten, die jetzt hier schon meine Daily Shop-Videos öfters gesehen haben, die haben den mit Sicherheit auch schon gesehen. Den Espresso-Shot-Teddy. Jetzt wird sich bestimmt ein oder andere denken. Espresso-Shot-Teddy? What? Was ist denn das? Huh? So, der Espresso-Shot-Teddy ist eine ganz, ganz spezielle, interessante Kombo. Also, der wird mit einer Karte gemacht. Die ist so out of all. So special. Das ist Espresso. Eine graue Espresso-Karte. Tatsächlich. Es gibt eine graue Espresso-Karte, mit der sind Kombos möglich, die du sonst nie hinbekommen würdest. Und das ist zum einen hier ein Espresso-Shot Teddy. Ja, der hat ein 11-fach motivierender und ein 16er Schild. Ja. Ja. Das ist der Espresso-Shot. Geil, oder? Ja, Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, also, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Also, was kann ich über den heutigen Shop sagen? Drunk Stan ist der Winner für heute, auf jeden Fall. Alles andere ist der reinste Charot. Wer genügend Gems hat, zur Verfügung hat und die gerne ausgeben möchte, und Mythic Stan in seinem Deck sein eigenen, der kann oder sollte eventuell sogar zuschlagen. Gerade jetzt wegen dem kommenden Drunk BG. Aber ansonsten könnt ihr den auch außer Acht lassen. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.